Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute eine Anleitung für eine Box für euch. Und zwar die, die wir jetzt basteln, die ist 14 breit, 16 hoch und 14,5 cm tief. Aber ihr könnt das auf jede Größe eigentlich ummünzen, wie ihr es haben wollt, weil das eigentlich ganz einfach ist. Wir brauchen dazu Pappe und solche, ja, Papierreste. Die sind jetzt 1 Inch breit und die falzt ihr in der Mitte. So, wenn ihr alle Stücken gefalzt habt, macht ihr links und rechts von der Falzlinie, da entsteht hier immer so ein kleiner Wulst, macht ihr da doppelseitiges Klebeband drauf. Auf alle eure Teile. So, wenn ihr das erledigt habt, die schneidet ihr von den ganzen Streifen die Ecken ein bisschen schräg an und dann seht ihr hier auch schon die Pappe. Also in der, das Orangene ist der Boden, das Pinke ist vorn und hinten und das Grüne ist links und rechts. Also der Boden, das ist das 5 ein Viertel mal 5 ein Halb Stück. Und jetzt braucht ihr euch das nur so zusammenkleben. Also diese Papierstreifen klebt ihr an jede Seite, so wie ihr es da seht. Und dann könnt ihr da alle Teile miteinander verbinden. Also welche Größe wohin muss, ergibt sich ja dann aus den Seitenlängen der Seiten. Von den 1 Inch mal 6 Inch langen Streifen haben wir ja 8 Stück. Und das sind 4 Stück für, ja, für die Außenkante, dass das einen ordentlichen Abschluss hat. So, die Maße für den Deckel habe ich euch hier eingeblendet. Nochmal als kleiner Tipp, wenn ihr so Pappe schneidet, dann drückt am besten nicht gleich so doll auf, sondern macht lieber mehrmals vorsichtig hintereinander. Das geht dann ja besser und einfacher eigentlich. So, und bei dem Deckel haben wir wieder genau dasselbe Prinzip. Meiner soll jetzt 1 Inch, 1,5 Inch hoch sein. Und deshalb sind die Pappstücken jeweils 1,5. Das könnt ihr euch aber verändern, wie ihr wollt. Und dann machen wir hier wieder genau dasselbe Prinzip. Unsere Papierstreifen, die kleben wir wieder, bekleben wir wieder mit doppelseitigem Klebeband, schrägen uns die Ecken an und kleben uns das genauso zusammen, wie wir das eben bei der Box schon gemacht haben. Ja, und ich finde, das ist wirklich eine super Sache, egal was man jetzt irgendwie aufbewahren will. Man kann sich seine Box einfach der Größe nach anpassen. Genauso gestalten, wie es jetzt in sein, ja, Bastelzimmer oder wo auch immer hinpasst. Mit oder ohne Deckel, quadratisch, rechteckig, egal wie. Und deshalb habe ich mir da schon ganz viele gemacht. Ich blende euch am Ende nochmal ein, so ein paar, die ich für mein Zimmer gemacht habe. Und ja, ich lasse euch jetzt nochmal weiter zusehen. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne ein Abo oder einen Daumen nach oben da. Wenn ihr das irgendwie nachbastelt und das auf sozialen Medien zeigt, dann verlinkt mich doch bitte oder markiert mich in dem Beitrag. Ja, und jetzt, ja, sage ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!